Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt dort oben ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König ist immer noch im Rückzug. Er braucht seine Ruhe und möchte sich erholen. Die Gefahr von außen ist noch gar nicht vorbei, aber die Königin hat alles im Griff und kommt alles bald zum einen krönenden Abschluss. Der Einzige, was die Königin schwer fehlt, mit die Vergangenheit abzuschließen. Es kommen immer wieder Erinnerungen und das macht die Königin so traurig. Sie sollte lernen, etwas loslassen. Was aber die schöne Prinzessin betrifft, sie ist so glücklich und verliebt. Sie bekommt heute ein Liebesbrief. Es ist so schön. Sie kann ihre Träume leben. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne ist immer noch unaspektiert und das heißt, der König möchte alleine sein. Heute haben wir ein Venus-Merkur-Konjunktion in Tierkreiszeichen Krebs, ein Liebesnachricht. Saturn befindet sich auf dem absteigenden Mondknoten und das heißt Vergangenheit. Saturn ist auch rückläufig und diese Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit was zu tun. Bei absteigenden Mondknoten handelt es sich um karmische Themen. Mond und ein rückläufiger Pluto bilden sich ein Quadrat. Es ist schwierig, die Vergangenheit abschließen und das trifft die Königin, macht es auch traurig. Die schöne Prinzessin lebt ihre Träume. Das ist ein guter Neptun-Einfluss auf Saturn. Und Saturn hat mit Schicksal was zu tun. Und dieses Glück, diese Verliebtheit löst natürlich aus die Merkur-Venus-Konjunktion. Und das war der astrologische Hintergrund für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.